So, meine Freunde, das hier ist Teil 5, wenn ich mich nicht täusche. So, wie geht's weiter? Ich habe jetzt hier schon wieder was vorgemacht. Ich will ja nicht immer zu lang warten. Wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt hier schon eine ganze Menge gemacht. Schritt für Schritt. Und ich habe die Datei nicht gespeichert. Ich muss ja selber überlegen, wie ich die Datei mache. So, und wir haben jetzt, hier sind wir am Ende angekommen. Wir haben bei dem Teil hier aufgehört. Noch zur Info, ich habe den Teil geändert. Den hier. Aber ich kann es immer noch ändern. Mal gucken, wie es das anhört. Hört sich nicht schlecht an, aber ja, es könnte besser gehen. Aber den rein hier. Der hört sich gut an. Mal gucken. Ding stört mich irgendwie. Besser, das gefällt mir schon besser. So. So, jetzt stimmt was mit dem blöden Filter nicht, wie immer mal. So, meine Freunde, jetzt müsste das Ganze soweit passen. Und was darf noch nicht fehlen? Natürlich eine Snare zum Übergang. So.
Das müsste die Nummer 14 sein, genau. Mann, alles voll hier, so eine Scheiße aber auch. Wie gesagt, am Ende müsst ihr natürlich nicht das Ganze hier so mit der Reihenfolge beachten. Das ist natürlich echt kompletter Bullshit. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr müsst in jeder Spur mal das machen. Ihr könnt es verschieden rumdrehen, aber um den Überblick eben zu erschaffen, könnt ihr das Ganze dann so machen, dass hier mal was ist oder da unten. Also es ist am Ende scheißegal. Hauptsache, ihr kommt damit klar. So. Da wir natürlich mit dem Filter arbeiten und mit den Drums umgearbeitet haben und jetzt eine Snare benutzt haben, brauchen wir die Snare und schalten es auf dem ersten, damit der Effekt auch bei der Snare wirken kann. Sonst müsst ihr wieder einen Fruity-Filter im Automation-Clip einbauen und ihr wollt ja nicht den ganzen PC voller Automations-Clip reinbauen, bevor ihr nachher noch durcheinander kommt. Ihr müsst das einfach nur am besten einteilen, wie und was ihr da reinbaut, bevor ihr irgendwelche Echos reinbaut. So. Übrigens, wenn ihr den Pinsel benutzt, müsst ihr einfach nach rechts streichen. Ganz easy. So. Na, was geht jetzt ab, ey? Ein bisschen mal weg hier. Mein PC ist ein bisschen überlastet. So eine Scheiße. Mal ein paar Sachen schließen hier. Ja, man merkt, desto mehr ich einbaue, umso langsamer wird mein PC. So, das markiert ihr jetzt, die Ende. Ihr geht auf diesen Metallhammer, geht auf Job. Und dann schiebt ihr den Regler einmal nach oben. Oh, das war zu viel. Also, beziehungsweise in die Mitte. Nein, auch nicht. Also auf 11 Uhr. So. Na, jetzt habe ich wieder zu viel eingebaut, so eine Scheiße. So, jetzt habe ich. Oh Mann, diese Computerscheiße, jetzt habe ich so passt es nämlich. So, jetzt müssen wir das wieder irgendwie so komisch schieben hier. So.
So, jetzt haben wir's. Mann, oh Mann, oh Mann, mein ganzer PC hängt sich auf. Machen wir hier mal alles dicht. Okay. Ich muss mal kurz Stopp machen. Wir machen im nächsten Video weiter. Und dann geht's weiter mit dem Übergang.